Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Stadtführer Marc Müller. Ahoi Marc. Moin Lars. Schön, dass es mal geklappt hat. Lieber Marc, du bist ein Stadtführer, der derzeit nicht führen kann. Wie ist denn die Lage? Ja, die Lage ist dramatisch, weil so von 100 auf 0 innerhalb von wenigen Tagen ist natürlich schon eine Ansage. Und also alle Kollegen leiden natürlich, weil gar keiner in die Stadt kommen kann und wir natürlich ein Berufsausübungsverbot haben. Liegt es auch ein bisschen daran, dass ihr kaum Lobby habt, dass man so eigentlich gar nicht groß darüber nachdenkt, zumindest ging es mir so, ne? Also wenn man an Tourismus denkt, dann denkt man an Hotels, an Gastronomie, genau, an Barkassen und so weiter und so fort. Mhm. Könnt ihr da eine Stimme entwickeln? Gibt es da eine Gemeinschaft der Stadtführer oder wie sieht das aus? Also tatsächlich hast du recht. Wenn ich Tourismus höre, denke ich natürlich auch an Gästeführungen, aber medial kommen die Gästeführer gar nicht so vor. Und aus diesem Grunde wird zum Beispiel morgen eine kleine Demo von 10 bis 11 Uhr auf dem Rathausmarkt stattfinden. Alle demonstrieren gerade und ich habe gehört, wenn man nicht auf sich aufmerksam macht, wird man auch gerne vergessen. Es gibt in der Tat 2 Gästeführervereine hier in Hamburg und dann gibt es den Bundesverband der deutschen Gästeführer. Man sagt, dass hinter den Kulissen da auch ein bisschen mit der Regierung was gemacht wird. Es dringt zu uns nicht so wirklich durch. Also ich habe den Eindruck, bei uns, wir sind so eine Melange, wir verschwinden so ein bisschen in der Masse. Das hast du gut erkannt, sehe ich auch so. Könnte natürlich aber auch ein Problem sein. Jetzt lässt euch die Politik wieder Stadtführungen machen, aber keiner kommt. Ja, da apropos, keiner kommt. Erstmal Glückwunsch zu deinem tollen Konzert vorgestern. Oh je, vielen Dank. Ich war auch nicht da, es war echt super. Vor allen Dingen Tina Turner, die nicht da war, die fand ich mal wieder großartig. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich schwierig ist und ich die Frage vergessen habe. Die musst du jetzt gerade nochmal stellen, Lars. Naja, die Politik gibt euch die Möglichkeit, Stadtführungen zu machen, aber die Touristen kommen nicht. Ja, die Herausforderung ist, dass wir noch keine Stadtführung machen dürfen. Das ist so, dass man eine Versammlung haben kann von 10 Leuten, aber maximal 2 Haushalten. Bin ich ein Guide, bin ich ein Haushalt, kommt der 2. Haushalt. Und dann haben wir natürlich die Beschränkung, dass wir wirklich nicht führen dürfen. Es heißt zwar, Reisebusse dürfen fahren, es ist aber nicht bekannt, dürfen wir da irgendetwas besprechen oder sagen, nein, selbst in Museen, die dürfen wieder öffnen, dürfen keine Führungen machen. Alles ganz, ganz schwierig zurzeit. Also da haben wir wirklich eine Unsicherheitslage, ist aber an die Behörde gestellt. Die sollten Bescheid wissen, wir erwarten stündlich Klärung, um es mal so zu sagen. Wie sieht denn deine persönliche Situation aus? Wie gehst du mit der Krise um? Also irgendwann hat man wahrscheinlich die Soforthilfe beantragt, aber die ist jetzt, wir haben jetzt bald Ende Mai, da ist das auch wieder weg. Ne? Ja, genau, also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass ich hatte wie so eine Art Zusammenbruch. Es war für mich total schlimm, weil ich innerhalb von, ich sage jetzt mal grob, einer Woche Ausfälle hatte von, da war der Mai noch nicht ganz so storniert, aber tatsächlich von knapp, ich sag mal zwischen 10.000 und 15.000 netto von gebuchten Aufträgen. Da sind keine Aufträge dabei, die zwischendrin mal gebucht werden. Die fallen natürlich gar nicht jetzt auf. Man hat ja immer so eine Dunkelziffer von Leuten, die kurzfristig buchen. Das findet ja gar nicht statt. Das heißt, ich war wirklich ziemlich am Ende, verzweifelt. Der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Dann kam diese Corona-Hilfe, die Zuschüsse, da muss ich jetzt auch mal sagen, ich muss wirklich mal sagen, ich bin froh, in diesem Land zu leben und das war toll, was die Bundesregierung und auch die Stadt hier geleistet haben. Das wird nicht ausreichen, à la longue, je nachdem, wie es weitergeht, aber diese kurzfristigen Zuschüsse haben sehr geholfen von Stadt und Staat, aber du hast recht, gerade die betriebswirtschaftlichen Geschichten vom Staat müssen ja innerhalb von 3 Monaten, aufgebraucht sein. Ja, und dann müssen wir einfach mal weiterschauen. Dann habe ich natürlich auch diese Corona-Grundsicherung beantragt.
Da ist der Bescheid jetzt gerade gestern oder vorgestern gekommen. Und das heißt, jetzt wird wenigstens meine Miete bezahlt. Ich muss jetzt hier nicht aus der Wohnung ausziehen, weil ich die mir eventuell jetzt gar nicht mehr leisten kann. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Und seitdem habe ich den Eindruck, bin ich auch etwas befreiter vom Kopf her. Glücklicherweise. Sag mal, wenn es wieder losgeht mit Stadtführungen, man sieht ja die roten Busse, man sieht Leute auf dem Kiez hin und her hampeln in unterschiedlichen Kostümierungen. Ja. Was für ein Typ Stadtführer bist du denn eigentlich? Ich bin jemand, der nicht, ich sag's mal ganz platt, das ist aber nur auf mich gemünzt, ich gehe nicht im Fummel. Das ist nicht negativ gemeint. Ich wohne auf St. Pauli und die St. Paulianer wissen, wie es gemeint ist, weil ich liebe die Leute in Fummel. Ich bin das aber nicht. Und ich mache Stadtführung tatsächlich mit Wissen. Jetzt könnte jeder sagen, ja, wir erzählen auch Sachen. Und die Leute auf St. Pauli in Fummel, sage ich mal, die sind ja auch teilweise wirklich gut. Ich mache Geschichten, ich erzähle Geschichtchen. Ich glaube, dafür bin ich bekannt. Und ich erzähle sehr lebhaft auch teilweise, ja, das, was vielleicht, zeige auch Sachen, die vielleicht nicht alle sehen oder Kleinigkeiten und gehe in meinen Job auf. Also ich habe als Feedback ganz, ganz häufig, also sie leben doch die Stadt für die Stadtführung, sie sind doch die Stadt. Also man nimmt es mir offensichtlich ab. Ist das dann nur in deinem Kiez auf St. Pauli oder kannst du auch Richtung Ohlsdorfer Friedhof führen? Ich habe tatsächlich auf St. Pauli angefangen, aber da haben wir ja so viele Mitbewerber, wo ich gedacht habe, nee, also musst du nicht haben. Ich habe tatsächlich mittlerweile mehrere, Ohlsdorfer Friedhof zum Beispiel, ist bei mir gerade in der Mache, genauso wie Harburg. Wirklich, das ist gerade, ich habe jetzt Stade und Lüneburg gemacht, weil ich mache ja auch Lübeck oder wenn jemand nach Sylt will. Ansonsten, ich sage jetzt mal die Standardstadtteile wie die Innenstadt, Hafen City, natürlich St. Pauli, die Schanze, aber ich mache auch St. Georg oder Eppendorf, Wilhelmsburg, unheimlich schöner Stadtteil, wird gerne unterschätzt. Also ich denke, dass ich ganz gut aufgestellt bin, kann man auf meiner Webseite ja auch nachlesen. Was ist denn so dein Lieblingsgeheimtipp auf St. Pauli? Gibt es da überhaupt noch einen? Und wenn du ihn jetzt gleich sagst, dann ist es ja keiner mehr. Aber es ist keiner mehr. Aber auf St. Pauli tatsächlich gar nicht mehr so. St. Pauli ist in vielen, vielen Dingen einfach schon gut, ich sag mal, abgegrast, entdeckt. Da sind's die Seitenstraßen. Die Seitenstraßen, wo man irgendwo hingehen kann. Ich selbst wohne ja im Karoviertel, St. Pauli Nord. Und da gibt's natürlich so ein paar kleine Kneipen, wo man gerne hingeht. Die Seitenstraßen sind's. Wobei ich kein Fan des Corners bin, muss ich sofort mal sagen. Nicht, wenn du jetzt sagst, ach ja, die Seitenstraßen, holst dir ein Bierchen, setz dich denn raus und dann hier Heidewitzka hoch die Tassen, das mache ich jetzt nicht so. Ich übrigens auch nicht. Ich gehe gerne in die Gastronomie und gerade jetzt, wo sie wieder auf ist, kann ich jedem nur sagen, geht bitte in die Räumlichkeiten, holt euch euer Getränk und kauft sie nicht billig im Kiosk. Unbedingt, also da bin ich ganz deiner Meinung, vor allen Dingen die jetzt aufmachen. Es ist schwierig, was Barkassen angeht, was Schankwirtschaften, Kneipen, keine Ahnung, da ist ja im Moment auch so ein bisschen Uneinigkeit, was das angeht, weil die Leute müssen Abstand halten. Also ich hoffe auch, dass das für viele rentiert. Ich glaube, dass es wirtschaftlich für viele nicht unbedingt jetzt der große Wurf ist, aber geht in diese Läden, unterstützt die Läden, unterstützt die Barkassen, unterstützt die Reisebusse. Wir brauchen das. Du denkst sehr viel an andere. Wie nutzt du denn jetzt die Zeit gerade? Du wirkst ja nicht so, als wärst du jetzt irgendwie völlig niedergeschlagen, sondern du bist sehr aktiv, richtig? Tatsächlich ist es auch so. Und an andere denken, ja, da kann ich direkt mal auspacken. Zum Beispiel haben wir ja durch diese Corona, ich bin ja auch IG-Geschäftsführer, einer von zwei. Das andere ist Peter Kämmerer. Und da wurde eine WhatsApp-Gruppe ja gegründet. Die hat ja auch so ein bisschen in Hamburg Furore gemacht. Da haben sich die Gastronomen oder überhaupt die Geschäftsleute ausgetauscht, bei den Anträgen unterstützt. Was muss man machen? Wie muss man es machen? Und ich bin auch bei den Lions St. Pauli und seit einigen Wochen packen wir ja Taschen für Schulkinder, denn die Lions unterstützen Schulkinder auf St. Pauli, Entschuldigung, und dort wird das Essen für die Kinder bezahlt in der Stadtteilsschule St. Pauli, die es sich nicht leisten können oder eben aufgestockt. Jetzt fällt das ja alles weg, die Schule gibt es nicht, also wird jetzt eingekauft und jeden Mittwoch wird im Buddels, das möchte ich auch mal erwähnen, in der Deichstraße, die unterstützen uns sehr, die stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung, auch die Logistik und dann packen wir mit mehreren Leuten über 100 Taschen und
Donnerstags werden die ausgefahren, also verteilt auf St. Pauli, beziehungsweise an einer Sammelstelle auf der Schule, beziehungsweise seit 2 Wochen auch auf der Veddel zur Kita, weil dort auch seine Sammelstelle für die Familien mit Schulkindern, die können sich das dort abholen. Und die Leute können sich melden über die Lehrer und Lehrerinnen, dann wird das uns gemeldet, das wird entsprechend eingekauft und verteilt. Das mache ich gerade, ja. Was ist denn da so drin in so einer Tüte? Wahrscheinlich keine Süßigkeiten. Doch, für die Kinder machen wir das. Da werden, heute waren zum Beispiel Kekse da mit drin. Letztes Mal hatten wir, klar, ich weiß gar nicht, wir achten natürlich, dass es auch Süßigkeiten sind, die alle Kinder essen können. Also Gummibärchen ist ganz schlecht, aber da ist ein bisschen Schokolade drin. Heute war drin Frühlingszwiebeln, wir haben Wurzeln drin gehabt, dann gibt es frische Äpfel vom Bauern, es wird alles vom Bauern eben eingekauft. Und natürlich dieses Mal ein bisschen Dosen wie Mais, wir haben Reis gehabt. Letztes Mal war es Nudeln und dann Ketchup. Also solche Sachen, die man auch wirklich verwerten kann. Und die Familien sind ganz, ganz dankbar, dass es das gibt. Wo kriegt ihr die Sachen her? Kauft ihr die tatsächlich von Spenden oder kriegt ihr auch Sachen gespendet? Also Das ist ein bisschen schlecht, weil wir ja nicht genau wissen, wie viele Tüten oder Taschen müssen wir packen. Insofern Spenden auf das Lions-Förderkonto, wunderbar. Und diese Spenden werden dafür auch verwendet und dann wird im Großhandel eingekauft, so Dosen oder Fertigsachen. Und diese frischen Sachen, da gibt es eben einen Bauern, der uns da auch wirklich einen guten Preis macht, der rechnet wirklich ganz spitz. Es ist auch immer ein Kilo Kartoffeln auch dabei, fällt mir gerade ein. Also das ist schon eine tolle Sache. Ich bin da immer sehr gerührt, muss ich selbst sagen. Lions Club, da denke ich immer eher an Blankenese oder Wellingsbüttel oder so. Nee, dass es einen Lions Club in St. Pauli gibt, wusste ich bisher nicht. Ist der noch neu oder? Nein, auch nein. So lange her, nein. Der ist schon länger. Und zwar, das ist St. Pauli und Hafenkante. Nö, wir sind da tatsächlich schon ein bisschen länger am Start. Und Lions Club St. Pauli, wir sind auch irgendwie anders als andere. Wir haben auch jetzt nicht unbedingt das Clubheim, sondern wir gehen tatsächlich zu den Institutionen, die wir fördern. Das sind Schulen und Kindergärten in der Hauptsache. Und dann gehen wir da hin und schauen uns an, was fehlt. Ach, ihr braucht nochmal einen Brunnen. Zack, ja, wird besprochen. Ja, den kaufen wir euch. Also solche Sachen. Und ist auch schon eine illustre Gesellschaft. Wir sind da wirklich gut gemischt. Ich sage jetzt mal was ganz, ganz Schlimmes in Anführungsstrichen, weil du sagst, ihr macht auf kein St. Golfturnier. Pauli. Nee, was ist denn Golf? Ich habe keine Ahnung. Also, nein, es ist tatsächlich so, dass es immer heißt, nein, die Rotaria, da sagt man immer, ja, okay, das ist vielleicht eher Blankenese. Ist jetzt auch ein bisschen Klischee. Auch die Rotaria, toll, wir arbeiten teilweise mit denen echt gut zusammen. Gut, dass es solche Vereine auch gibt. Es gibt ja diese Geschichte, die Rotaria haben sich mal getroffen und die ganzen Chauffeure haben so lange gewartet, bis die Rotaria fertig sind. Dann haben die gesagt, ach Mensch, da können wir doch auch einen Club gründen. Zack, das sind die Lions. Lieber Marc, unser Gespräch geht zu Ende und hoffentlich irgendwann auch die Corona-Krise. Was wirst du denn tun, wenn wieder völlige Uneinschränkungen herrscht? Was wird deine erste Sache sein? Natürlich werde ich mein Business wieder hochfahren, aber wir brauchen ja die Gäste. Die müssen erstmal kommen. Wir hoffen, dass die Reisebranche überlebt, damit die Gäste die Möglichkeit haben, hier hinzukommen und dass sie auch in die Hotels und Restaurants geht. Und natürlich werde ich am Anfang nicht nur vom Tourismus leben können. Ich versuche, ein zweites Standbein oder einen Plan B zu entwickeln. Da bin ich auch gerade dabei, weil nur Tourismus wird am Anfang ganz sicher nicht funktionieren. Zumindest nicht bei mir. Was könnte das sein? Ach, da möchte ich gar nicht so drüber reden, weil das alles noch so unausgegorene Dinge sind. Aber das sind natürlich auf selbstständiger Basis oder eben bei irgendwelchen, also Tourismusverband oder Hamburg Tourismus, die es im Moment auch sehr schwer haben. Es stellt ja keiner ein. Aber da könnten das zum Beispiel Projekte sein, die vielleicht für ein Jahr begrenzt sind oder so. Okay, Marc Müller, Stadtführer, wohnhaft St. Pauli, aber in ganz Hamburg bekannt. Beim Lions Club St. Pauli, folgt ihm auf Facebook und wir sind gespannt, was dir noch so einfällt. Wir drücken dir die Daumen, super, dass ganz viele Leute demnächst wieder in die Stadt kommen. Herzlichen Dank und Ahoi. Vielen Dank, Lars. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.